Vorschläge, alles klar. Da sind unsere Verbote. Sehr ja cool. Okay, jetzt können wir Feuer machen. Go, go. Ah, geht doch. So. Und was ist da hinten? Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Oh mein Gott! Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Das ist doch eine. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Ist doch hier gleich. Ist nicht fair. Das wird doch verscheißern, oder? Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Also mal ganz ehrlich, wenn das hier keine Geheimtür ist. Achso, warte, vielleicht müssen wir nochmal mit Gavit sprechen. Dass der uns die Tür aufmacht. Aber jetzt können wir ja reingucken. Garrett antwortete nicht. Lilly musste wohl auf eigene Faust einen Weg finden, die Geheimtür zu öffnen. Dabei würde es sich als hilfreich erweisen, dass sie einen Weg gefunden hatte, die Blockade zu umgehen. Sie durfte nun endlich wieder mit Feuer spielen. Hurra! Na okay, dann müssen wir das doch alleine machen. Na gut. Die Oberin sieht echt entspannt aus, also. Ich glaube, ihr geht's mal wieder ein bisschen besser. Dann nehme ich doch mal hier die brennende Fackel wieder an mich. Ja, Lilly, go, go. Tatsächlich. Ah. Ein Geheimgang. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Alles klar, dann gehen wir doch mal rein. Hallo, Lilly. Garrett. Du hast es perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Ja, fang halt mal an. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Danke. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Alter Finne! Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Sie ist eine Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sie sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Alles klar. Was hat sich mit dem auf sich? Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Und was ist mit diesen Harvey-Puppen? Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese Harvey-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut.
Auf zum Schaukelbaum! So, wo ist der Typ schon wieder? Ich komm. Ah. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Na super. Ah! Hallo Lilly. Scheiß Rasen. Du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen. Damals warst du lustiger. Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren. Oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist dir auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Aha, du möchtest ein Wollknäuel? Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Du möchtest also ein Wollknäuel haben? Na, hier hast du dein Wollknäuel. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Wookie. Cool, jetzt ist das Hypnotisiergekreisel rot. Okay. Jawohl. Was ist denn hier los? Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Warte, Zottel hieß doch das Vieh, oder? Du bist Zottel, oder? Eine riesige Spinne blockierte den Pass, der vom Berg hinabführte. Ihre Augen funkelten angriffslustig. Ob sie sich wohl streicheln ließ? Das haben wir gleich. So, jetzt klebt's schön. Weil die Oberin wollte doch immer Lilly hier, war weißt gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. So. Zotzi! Jawohl! Wie geil! Ach verdammt, jetzt haben wir nicht mit dem Vieh geredet. Wir hätten mit dem Vieh noch reden können. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Jetzt haben wir mit der Spinne nicht geredet, sondern haben der Glechteshorn auf den Kopf geklatscht. Ist so süß gemacht, das ist echt so süß. Okay. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Aber hallo. So, hier. Juhu! Und raus. Ja, wir haben das erste Kloster, das erste Kapitel freigeschaltet. Beendet. Meine Güte. Voll cool. Ätnas Versteck. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Oh nein, man darf ja nicht nachts rumlaufen. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Oh. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch?
Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, diese Edna finden, stimmt's? Aha. Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Ja. Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte. Natürlich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Na, das kannst du aber selber. Du glaubst doch selber nicht, dass ich hier warte. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dein Träum. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Ja, langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Darf ich die Karte jetzt wenigstens wieder haben? Na toll. Hast du super gemacht, Lilly. Hinterher. Bin ich denn hier gelandet? Puh. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Verdammt. Das musste das Polizeiauto sein. Unbedingt. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Ganz klar. Ja, Pizzakarton. Oh, nehmen wir mal die Chilischote mit. Wissen ja nie, für was wir die gebrauchen können. Polizei. Weingummis. Vaseline, wirst alles mitgehen lassen. Sind ja schließlich in der Polizei. So, gelben Marker. Alkoholtest. Verdammt. Ich will die Karte. Die Karte lag außer Reichweite. Was ist denn das hier für ein interessanter... Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Aha. Oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Na gut.